Ah, fuck. Oh, das gibt's doch nicht, Mann, ey. So, dann machen wir die mal hier auf. Ich hab die Schnauze voll von diesem Deckel, Mann! So, Spaß beiseite, liebe Freunde. Kommen wir zum Thema. Jeder kennt das. Man hat hier seine Chubby Gorilla Flasche. Und ja. Man versucht alles, um diesen Deckel abzubekommen. Kennt jeder das Spielchen? Manche machen das mit einem Messer, wie schon im Intro gezeigt, oder sonstigen Hilfsmitteln. Kann einem teilweise ein bisschen auf die Nerven gehen. Und ja, dafür gibt es dann jetzt diese schönen Gorilla Killer. Habe ich in zwei Farben bekommen. Wir nehmen jetzt einfach mal hier den blauen. Zup, zup, da sieht man hier schön den Gorilla Killer, hier ist auch, ich denke mal, das wird man jetzt nicht so gut erkennen. Ich versuche das mal eben zu fokussieren. Da sieht man auch, dass genau da so der Deckel von der Chubby Gorilla Flasche ist. Cool gemacht, auf jeden Fall coole Idee. Dabei kommt so ein schönes Zettelchen hier. Den lege ich mir mal hier an die Seite. Und wir testen dann das Ganze mal, wie das funktionieren soll. Wir testen das an der 60 ml Chubby Gorilla Flasche. Schauen wir mal. Drehe die Chubby Gorilla Flasche wie gewohnt auf und lege den Deckel zur Seite. Haben wir schon gemacht. Zweitens, stell die Flasche auf einen festen Untergrund und halte diese mit einer Hand fest. Haben wir. Halte den Gorilla Killer in der anderen Hand mit der Schrift nach oben. Haben wir auch, ne? So rum. Zup, zup, zup. Setze deinen Gorilla Killer mit der abgerundeten Seite, also hier, mit der abgerundeten Seite kleine Öffnung für 30 und 60 ml Flaschen, größere Öffnung für 75, 100 und 120 ml Flaschen unter der Cap an. Heißt also genau da unten an den Ansatz. Ich habe extra jetzt hier eine hellere Cap drauf gemacht, damit man das so ein bisschen erkennen kann. Und das machen wir jetzt mal. Wir setzen das Ganze mal hier so an. Zack. Bisschen Druck drauf, würde ich mal sagen. Ne? Mit leichtem Kraftaufwand lässt sich diese nun mit einer einfachen Hebelbewegung abheben. Zack. Und schon ist das Ding ab. Easy peasy. Ich kann es nochmal zeigen. Machen wir den wieder drauf. Rein in die Rille. Zack, und schon geht das ab. Einfacher geht's gar nicht. Also, super Teil. Auf jeden Fall super. Mega easy. Wie gesagt, auch für die anderen Chubby Gorilla Flaschen in den verschiedensten Größen. Ab V2 und V3, glaube ich. Ne? V1 war da, glaube ich, nicht mehr aktuell. Also, klappt wunderbar. Ich mache es auch gerne noch ein drittes Mal für euch. Zack, ab ist das Ding. Einfacher geht's wirklich nicht, liebe Freunde. So, unverbindliche Preisempfehlung 13,95 €. Aktueller Preis 9,95 €. Zum Beispiel bekommt man die auf gorillakiller.de. Kann man es lesen? Ja, www.gorilla-killer.de und auch in diversen anderen Shops. Ja, Versand inklusive. Also wunderbar, liebe Freunde. Ich finde es super. Ich habe es normalerweise immer mit dem Küchenmesser gemacht. Hier mal das Orangene, dass ihr es mal seht. Ist auch recht stabil. Also man kann nicht einfach hingehen und das irgendwie hier so krass, ne? Man darf natürlich jetzt nicht mit Gewalt rangehen, aber es ist schon recht stabil. Von der Aufmachung her auch ziemlich cool mit dem Gorilla. Und wie gesagt, ich gucke mal, ob ich es jetzt noch mal ein bisschen besser drauf bekomme. Da sieht man es. Wunderbar. Super Teil. Also ich werde es auf jeden Fall benutzen. Danke dafür auf jeden Fall, dass ich das mal hier demonstrieren durfte. Und ja, wenn ihr sowas auch braucht, dann schlagt zu, liebe Freunde. Und ich würde sagen, das war's auch schon für dieses Video. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao.